Butter. Willst du wirklich Menschen essen? Willst du wirklich Tiere essen? Du bist ein Mitläufer eines faschistischen Systems hier gerade. Veganer sind Gewalttäter. Die haben kein Wohnrecht. Ja, genau. Unterkunftsrecht. Du kannst dich literally hier und jetzt in diese Kamera entscheiden, dass du keine Tiere mehr versklavst. Und wir veröffentlichen noch alles. Also keine Mitarbeiter, das machen wir nie. Haben wir auch kein Interesse dran. Mhm. Aber natürlich das, was die mit uns besprechen. Und sie haben es dann, es waren ja zwei Drehs mit Spiegel TV. Einmal draußen bei so einer Demo, wo ich hingegangen bin, mit den Leuten gesprochen habe, so Deutsch-Eritrea. Die haben beides halt überhaupt nicht veröffentlicht. Mhm. Was ich sehr schade finde, aber ich könnte es ja auch nicht erzwingen, dass sie es veröffentlichen. Du musst ja auch nichts veröffentlichen. Nein, aber dass sie zumindest das Material bekommen, dass sie es veröffentlichen können. Dass ich deren halt Material bekomme. Ja, genau, weil man steckt halt Arbeit rein. Die geben fast sogar einen Arbeitstag mit Anreise und allem. Ja. Und dann ist das denen unangenehm und dann wollen die das nicht. Also genau. Schon aber oder die machen dann sogar so ein Gegenvideo und veröffentlichen nicht immer das Hauptmaterial, sondern nur zwei Ausschnitte davon. Ja, das stimmt, aber wir hatten ja das Material selber. Das versuchen wir auch jetzt immer, weil wir dann sonst ausgeliefert wären, genau, sozusagen, das auf das Gutdünken der anderen. Die Erfahrung hatte ich halt auch, nur manchmal hat man halt nicht einen Kameramann oder irgendeine Möglichkeit, das zu filmen und dann mache ich halt den Medienvertrag. Genau, heute ist der 22. So. Also in der Tat biete ich auch Leuten durchaus mal an, wenn es darum geht, Films und so weiter. Sag ich ganz ehrlich, ich könnte das Zeug haben. Ich kann probieren mit. Ich denke mir auch, ihr könnt mich eh in jeder Position immer filmen, selbst wenn ich Nase bohre. Aber, weiß ich gar nicht, wäre jetzt für mich, glaube ich, ein Grenzwert. So, euer Vertrag. Wenn es der Sache hilft. Und mein Vertrag. Ah ja, Durchschlag wäre cool. Also nochmal, nur zur guten Ordnung halber, also keine Mitarbeiter, ne, das wäre wichtig. Ansonsten im Zweifel auch Nase bohren. Die sind unterschrieben, dann können die weg. Ne? Gut. Also. Sind das jetzt alles deine Kameras? Nee, ich habe zwei, aber das ist nicht mehr. Ah. Das ist von Max. Von. Lena, was möchtest du? Sprudel oder still? Gerne Sprudel. Ne? Danke, Tobi. Wann filmst du? Filmst du jetzt schon gerade? Wir nehmen schon auf, ja. Ja? Ist das okay? Nicht mehr Nase bohren. Also, das sind die besten Outtakes im Zweifel. Ja, genau, denke ich mir auch. Das sind die Shots, die alle sehen wollen. Genau. Wobei es irgendwann auch genug ist. Nee, kann man wegtun. Das war, also ich habe noch Süßigkeiten, aber das wollte ich eigentlich für andere Sachen verwenden. Ich habe gedacht, ich bringe es mit aus Nettigkeit. Wir klauen sind die eh nicht vegan, also wäre es nicht so nett für die Tiere. Ach so, das war jetzt gar keine böse Absicht. Wir hätten es eh für was anderes verwendet, genau. Wahrscheinlich ist es nicht. Ja, klar. Genau. Weiß ich nicht, Viertelstunde oder was? Sehen wir ja, wie es läuft, was wir irgendwie für Sachen finden oder nicht finden. Mhm. Hä? Ja, also, du wärst ja ein Typ, du willst immer alles ausdiskutieren, was mir auf den Keks geht. Ja, irgendwann. Möchte ich auch. Ja, ist ganz furchtbar. Also sehr, sehr anstrengend. Ich ziehe schon irgendwann, wenn ich sehe, ich laufe nur noch gegen eine Wand, dann gehe ich auch. Also das ist mal meine Zeit nicht wert und Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Aber ich glaube nicht. Duzen wir uns oder sitzen wir uns? Ich habe mich erst auf Eda vorgestellt. Für mich ist du voll in Ordnung. Okay, nee, ist immer die Frage, ich warne immer die Menschen, die mit der AfD zu tun haben, die nachher sich dann ach, ich wurde schon Nazi müssen. Und antisemitisch und alles genannt. Also ihr könnt mich alle mal. Dann bin ich ja sozusagen noch eine Unterkategorie, genau. Gut, dann duzen wir uns. Alles ist klar, vielleicht fürs Format auch passender, ehrlich gesagt. Und ich ja immer Frau Dr. Raab sagen. Genau. So, Telefone aus. Also genau, wir freuen uns, wenn ihr die Telefone nachher wieder anmacht. So sagt man das nett. Sagt man das nett? Ist das so das Manipulative? Okay. So finde ich es nett. Ja. Man muss den Leuten einen Maßstab setzen, an den sie sich dann annähern wollen, auf eine freundliche Art. Das ist gut. Das hast du schon alles verraten. Ja, Entschuldigung. Ich spiele immer mit offenen Karten. Okay. Also mein Ziel ist heute, dass jeder Einzelne in diesem Raum sitzt, danach als Veganer rausgeht oder sich dessen bewusst ist, dass er ein barbarischer, mörderischer Heuchler ist. Aber es ist die Minimalforderung jetzt, oder? Das ist tatsächlich die Minimalforderung. Aus der Sicht der Tiere ist sie zu respektieren und sie nicht als Ware zu verwenden, die Minimalforderung. Mhm. Ich müsste eigentlich auch sagen, hey, wir haben jahrelang, ich ja auch 24 Jahre lang, an diesem Holocaust der Tiere uns beteiligt und ich habe was wieder gut zu machen. Und dann
ist eigentlich auch selbstverständlich, dass ich diesen Samen der Erkenntnis, dass Tiere Personen sind, auch weitergebe. Aber das ist dann schon der aktivistische Schritt, den ich fordern würde. Ja, offenkundig. Du bist dann schon sehr mit einer glühenden Botschaft unterwegs. Definitiv. Darf ich meins auch anhängen? Unbedingt. Sollen wir es da rein tun? Das Kabel? Ach nee, kein Kabel. Okay. Ja. Ist okay? Ja, klar. Okay. Ja, klar. Laufen wir schon? Nein, noch nicht. Ich würde das irgendwo hinten ja. Und dann unter dem... Ach so, das ist das Ansteckerli. Mhm. Warum hat er das Klo wieder? Ich weiß nicht, okay. Keine Ahnung. Das ist einfach Sexismus. Der, ja, ich der auch, ich althergebrachten mich Art. Die Frau kriegt das Schöne und der Typ kriegt das Klo. Diskriminiert, Elena. Positiv. Ja, danke. Okay. Gut, und das nimmt dann nicht meine Furze auf hier? Nein? Okay. Ich habe erst jetzt verstanden. Alles gut. Danke. Ich würde sagen, keine lange Einleitung, sondern einfach... Ich war ja schon mittendrin. Ja, ich genau. Ich mache das immer so. Nee, ist auch richtig so. So, wie war deine Anfahrt? Ja, toll, war ein Zug, jetzt bin ich hier. So, genau, ich habe mein Ziel schon festgestellt, was ich heute erreichen möchte. Ja. Und deswegen ist meine Frage ganz klassisch. Bist du schon vegan, Roger? Ich war es heute, wenn das auch gilt. Ich habe... Nein, da bin ich es nicht. Nein. Entschuldigung, okay. Können wir nochmal anfangen, weil ich okay. erst jetzt... Okay. Dann, ich kriege ja eh von euch ja, die Aufnahme, oder? Ja, ich werde ja. das jetzt nicht unauthentisch nochmal ja, wiederholen, ja, ich kann das nicht. Ja. Tatsächlich, wenn du sagst, ich war es heute, heißt das für mich so, oh, du hast heute wahrscheinlich keine Tierprodukte gegessen? Doch, dann war es nicht. Nein, ich wollte ja sagen, ich hatte einen kurzen Zeitraum, in dem ich es nicht getan habe. Auf dem lustigen Niveau befinden wir uns. Nein, gar nicht. Das war durchaus ernst gemeint. Ich habe schlichtweg beim Mittagessen Blumenkohl mit Kichererbsen und ich weiß nicht was gegessen. Mhm. Das ist ja dann auch definitiv vegan gewesen und das kommt mir immer wieder unter. Okay. Also das lasse ich durchaus für mich jedenfalls zählen. Das ist etappenweise vegan und andere Sachen eben auch etappenweise. Genau. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass du sagen wolltest, hey, bevor ich aufgestanden bin, als ich geschlafen habe, habe ich noch nichts gegessen, da war ich noch vegan. Diesen Witz bringen ja Leute. Zwischen meinen Steak-Mahlzeiten bin ach ich so. Ja vegan, weil ich nichts esse. Nee, okay, soweit denke ich gar nicht. Gut, ich mache zwar auch einen Tag Fasten die Woche, anderthalb Tage sogar, aber das zähle ich weder so noch so, das ist einfach nichts essen. Ich verstehe, was du sagen möchtest mit, du warst heute teilweise vegan oder bei diesem Essen, aber dafür möchte ich kurz einmal den Begriff Veganismus erklären. Gerne. Warum das nicht funktioniert, wenn ich einfach nur bei einer Mahlzeit keine tierischen Produkte esse. Veganismus ist eine moralische Einstellung, dass Tiere keine Ware sind, dass wir so weit wie es möglich versuchen, auf jegliche Form von Ausbeutung und Gewalt und Grausamkeiten an Tieren zu verzichten. Das heißt, das bezieht sich auch nicht nur auf Ernährung, sondern auch auf Kleidung, auf Zoobesuche, auf Kosmetika. Mhm. Es ist ein weitreichendes Thema, das weit über unser fünfminütiges Mahl mit Blumenkohl und Kichererbsen hinausgeht. Das heißt, zu sagen, ich war heute bei einer Mahlzeit vegan, funktioniert mit diesem moralischen Begriff Veganismus nicht, weil es würde eher bedeuten, ich habe bei einer Mahlzeit heute pflanzlich gegessen. Mhm. Und da differenziere ich auch, und es ist mir auch ganz wichtig, das immer meinem Publikum klarzumachen, zwischen ich ernähre mich pflanzlich und ich bin Veganer. Sich pflanzlich ernähren kann unterschiedliche Begründungen haben. Der Umwelt zuliebe, der eigenen Gesundheit zuliebe oder spirituelle Gründe. Vegan zu leben ist eine moralische Erweiterung von der Logik, die man Menschen gibt. Dass Menschen keine Ware sind, ist, glaube ich, unabhängig der Partei ein fundamentales Grundrecht von Menschen. Und diese Tierrechte, dass Tiere keine Ware sind, sind die logische Erweiterung davon. Und das ist Veganismus. Wieso ist das logisch? Weil wenn wir Gruppen unterschiedlich behandeln, vor allem die eine mit Gewalt und Unterdrückung, dann brauchen wir einen ethisch signifikanten Unterschied, der diese zwei Gruppen unterscheidet. Und wenn wir jetzt Menschen und Tiere hernehmen, dann versklaven wir gerade Tiere, so wie wir einst Menschen anderer Kulturen und Hautfarben und teilweise immer noch als Ware und Sklaven verwendet haben. Mhm. Damals hat man die Begründung herangezogen. Kann man das sehen? Ja? Okay. Damals hat man halt die Begründung herangezogen, das sind ja nur Schwarze, das sind ja nur Araber, das sind ja nur Slaven, das sind ja nur Frauen. Das sind nur Europäer. Beispielsweise. Millionen natürlich, europäische Sklaven. Ja. Genau, gibt es auch. Also das klassische Bild von schwarzer Sklaverei, ich glaube, es gab sogar insgesamt mehr weiße Sklaven als schwarze Sklaven weltweit, aber das ist jetzt einfach nur mal ein plakatives Bild, dass es dabei nicht endet, ist mir bewusst. Jedoch wurde damals genau mit den gleichen Begründungen, das sind ja nur so und so, Menschen herabgestuft, fühlende Individuen herabgestuft als Ware. Man hat dieses ethisch irrelevante Merkmal der Hautfarbe, der Kulturzugehörigkeit herangezogen, um jemanden seine Menschlichkeit abzusprechen, um jemanden seinen Personenstatus, seine Leitfähigkeit abzusprechen. Und auf die gleiche Art und Weise wird das heute mit den nichtmenschlichen Personen, den Tieren, den sogenannten Nutztieren, Nutzmenschen, Nutztieren, gemacht. Das sind ja nur Tiere.
Und diese Diskriminierungsform, über die versuche ich aufzuklären. Sexismus, das sind Paradebeispiele, das heißt nicht unbedingt, dass es nur Sexismus gegen Frauen gibt, mhm, und das heißt auch nicht, dass es nur unbedingt Rassismus gegen Schwarze gibt. Geht auch in alle anderen Richtungen. Das ist ja nur eine Frau oder oh, das ist ja nur ein weißer Cis-Mann oder das ist ja nur ein Schwarzer oder oh, das... Oder, ja, habe ich verstanden. Du stellst alles auf die gleiche Ebene, Tiere, Menschen. Wenn Menschen auf der gleichen Ebene stehen und das war früher nicht so, sollte man sich die Frage stellen, warum Tiere jetzt noch auf einer verschiedenen Ebene stehen, weil man hat ja dazugelernt und es war ja damals schon falsch, hat dazugelernt und das, was wir jetzt tun mit Tieren, war früher falsch und ist jetzt noch falsch und daran sollte man arbeiten. Genau. Verstehe ich. Das ist ja auch der Kern des Ganzen. Wir hatten uns ja auch darüber unterhalten im Büro. Das ist natürlich genau der Punkt, wo es brechen kann sozusagen. Wenn ich eben alle gleich setze, dann ist es logisch. Aber das ist ja genau die Frage. Warum sollte ich das tun? Also wir würden wahrscheinlich alle behaupten, wir sind Tierfreund. Ich hatte sogar damals ein Abo vom Tierfreund. Das gab es auch früher in der Schule, in den 80er Jahren. Das hatten wir alle. Die Biologielehrerin hat es aufgequatscht. Da waren die puscheligen Viecher drin. War auch sehr gut. Gleichwohl essen, soweit ich mich daran erinnere, alle, ich bin Jahrgang 75, also älteres Baujahr, nächstes Jahr 50, haben wir alle Fleisch gegessen. Das war völlig normal. Und das wird sich wahrscheinlich bei fast allen meiner Generation noch so fortgesetzt haben. Typischerweise, weil es irgendwie immer so war. Das war mehr oder weniger... Allgemeingut ist es auch noch sozial adäquat, sozial anerkannt. Und dass Tiere genauso einzustufen sind wie Menschen, auf die Idee ist ehrlich gesagt damals keiner gekommen, kommt jetzt ehrlich gesagt auch noch keiner wirklich drauf. Es gibt eher, so wie ich es verstehe, natürlich Abstufungen bei Tieren. Also einen Hund würde ich nicht essen. Ein Chinese vielleicht, heutzutage vielleicht auch nicht mehr. Je nachdem, wo du bist, essen sie auch Hunde oder Katzen oder weiß ich was. Tun wir halt hier nicht, weil wir es nie getan haben, weil wir die Tiere eher ein gewisses Näheverhältnis sehen und eine Kuh eben nicht. Eine Kuh würde ich typischerweise nicht als Kamerad ansehen, ein Hund dann schon. Und vielleicht gibt es auch Leute, die Schweine halten, denen sie einen Namen geben und der um sie herum ist. Und den würden sie auch niemand schlachten, das Schwein. Verstehe ich total. Näheverhältnis. Aber Tiere und Menschen auf die Weise auf eine Stufe zu stellen, ist natürlich ein Riesenschritt. Für dich wahrscheinlich nicht. Für dich hast du gesagt, es wäre logisch. Die Logik habe ich es noch nicht ganz verstanden, dass Tiere leidensfähig sind, ist so. Das gehört dazu, das ist so, sicherlich. Wenn wir Tiere als Nutztiere verwenden, dann leiden sie sicherlich auch, weil sie nicht immer das tun können, was sie tun wollen. Sie werden dann auch je nachdem nicht gut behandelt. Das ist ein Problem, das man sprechen muss. Da sind wir, glaube ich, auch wesentlich weitergekommen, als es vor 50 Jahren war. Ich kann mich daran erinnern, ich mache gleich vorbei. Ich bin so ein bisschen auf dem Land groß geworden und da war es wirklich bitter. Auf so einem alten Bauernhof waren nur so Höfe und da hat man dann teilweise halt die Schreie gehört der Schweine vom Nachbarn, wenn die kastriert wurden. Das heißt, die jungen Schweine wurden ohne Betäubung, ohne alles, ne, kastriert. Also auf so eine Schräge gelegt und dann zack. Furchtbar. Das würde ich grausam nennen, definitiv. Aber Grausamkeit ist natürlich noch was anderes als nur Leiden. Da muss man mal differenzieren. Nicht alles, was Leid bedeutet, ist grausam. Also ich leide oft im Büro unter meinen Mitarbeitern, gleichwohl ist es nicht immer grausam. Und woran ich mich auch erinnere, das waren früher auch so Sachen, da war ich natürlich als Kind auch völlig schockiert, wenn die Katze noch einen neuen Wurf bekommen hatte und es waren zu viele, es waren immer zu viele, Katze in den Sack, ab in den See. Furchtbar. Würde man heute wahrscheinlich kaum noch mitkriegen, Gott sei Dank. Früher war einfach der Umgang mit Tieren anders. Wir haben uns deutlich verbessert, aber dass man keine Tiere mehr essen soll, den Schritt, den habe ich noch nicht gemacht. Dafür bist du ja da. Genau. Insofern, wir haben ja noch... Also du hast mir jetzt vor allem den Status quo beschrieben. Mir ist bewusst, dass die meisten Leute... Also wo ich herkomme sozusagen, gedanklich. Ja, vollkommen. Und ich bin aus dem gleichen Eck gekommen. Also ich hatte Hunde gestreichelt, Katzen geliebt. Ich hätte mich bestimmt als Kind Tierfreund genannt. Jeder hatte sein Lieblingstier. So hat man sich ja bei seinen Schulfreunden vorgestellt. Das Poesiealbum. Ja, was deine Lieblingsfarbe ist, ist dein Was willst du mal werden und was dein Lieblingstier. Wir hatten alle diese Nähe und die wird uns einfach sozial abtrainiert. Das wird, dieses Mitgefühl zu Tieren wird als uncool gestaltet, wenn wir älter werden. Jetzt hattest du aber gesagt, du verstehst, dass die leiden können, dass das grausam sein kann, was ihnen passiert. Aber wenn wir Tierprodukte kaufen, dann unterstützen wir, dass wir Tieren genauso ein Leid antun. Und das ist halt vermeidbar, komplett vermeidbar und vollkommen unnötig. Wir trivialisieren sie als Objekte.
Und du sagst, du verstehst nicht, warum man das gleichstellen würde, Mensch und Tier. Es geht mir nicht darum, und das wird auch häufig missverstanden, Menschen und Tiere vollends gleichzustellen. Wir sind auch nicht gleich. Du hast braune Augen, ich habe blaue Augen. Du bist ein bisschen älter als ich bin ein bisschen jünger. Aber diese Unterschiede, die spielen in der Frage, wen wir von uns beiden als Ware verwenden dürfen, keine ethisch signifikante Rolle. Und wie schon eingangs gesagt, wenn ich Gruppen unterschiedlich behandle, dann brauche ich einen ethisch signifikanten Unterschied. Genauso wie du jetzt sagst, ja, das sind halt nur Nutztiere, das war halt immer schon so, deswegen machen wir das. Es sind Tiere, ja. Aber du stempelst sie ja vor allem als Nutztiere ab, weil du hast schon selbst gesagt, du würdest das einem Hund und einer Katze oder gar einem Tier, mit dem du ein persönliches Näheverhältnis hast, niemals abtun, genau, weil du diese nicht als nutzbare Ware siehst, sondern ihnen vielleicht sogar schon einen Personenstatus zuschreibst, dass du sie als schützenswertes, vielleicht sogar Familienmitglied betrachtest. Ja. Als Kinderersatz machen das ja auch viele. Wieso dürfen wir dann andere Tiere, die nicht menschlich sind, wo ist der ethisch signifikante Unterschied, wieso dürfen wir diese dann als Ware verwenden, aber Menschen nicht? Das ist die Frage, auf die es runterkommt. Warum verdienen Tiere keine Menschenrechte? Du sagst es selber, weil Tiere keine Menschen sind. Warum sollten, ganz kurz, nein, gar nicht. Doch, überhaupt nicht. Das ist die Warum Lösung. Verdienen Tiere keine Menschenrechte? Ja. Weil sie eben Tiere sind. Ja. Wir haben Menschen, denen eine besondere Würde zukommt. Warum kommen die den Tieren nicht zu? Weil sie eben keine Menschen sind, ganz kurz, einmal aussprechen, Zirkelschluss, ja, ja. Weil natürlich Tiere nicht, das ist vielleicht jetzt für dich keine moralische Kategorie, aber es ist natürlich eine Frage der Lebenswirklichkeit. Menschen darf ich nicht töten. Da haben wir uns als Gesellschaft irgendwann gesagt, Menschen werden nicht getötet, es sei denn durch den Staat, weil der Staat hat das Gewaltmonopol. Wenn es doch passiert, dann gibt es entsprechende Sanktionen durch den Staat oder durch irgendwelche Gruppen, die tonangebend sind. Bei Tieren ist es nicht so. Ja. Das ist nichts anderes als ein Appell an das Gesetz, Roger. Das ist ein Appell an die soziale Norm. Gesetze, ich rede einmal kurz zu Ende, weil wichtiger Punkt, du wirst schockiert sein. Und wenn es so wäre, dass Schweine mich zur Rechenschaft ziehen könnten, Gut, Behinderte und kleine Kinder, Säuglinge können dich auch nicht zur Rechenschaft ziehen. Katzen auch nicht. Und du erkennst, dass das falsch ist, das zu tun. Wo ist der ethisch signifikante Unterschied? Einmal mein Schweinebeispiel zu Ende bringen. Wenn es so wäre, dass sie einen zur Rechenschaft ziehen könnten, weil man diese Tat eben nicht vollziehen darf, dann würde mir völlig anders leben. Ja, das ist mir klar. Das ist so. Aber das ist eben nicht der Fall, tatsächlich. Okay. Und vielleicht bin ich da einfach insofern dem Leid näher, im Sinne von, das gehört eben zum Leben dazu. Nein, ein Schlachthaus gehört nicht zu meinem Leben dazu. Die Frage ist durchaus, wie ein Schlachthaus aussieht. Und es sieht auch so aus, dass ich, wenn ich auf die Jagd gehe, und ich war früher als Kind oft auf der Jagd, und da wurden eben Tiere geschossen, und das war auch gut so. Das war definitiv gut so. Nein. Das war naturfreundlich. Das ist nämlich genau die Aufgabe, dass der Mensch eben den Bestand so hält, kann man ohne Jagd machen, dass die Natur weiter gedeihen kann. Weil wir das Problem haben in unserem Breitengraden etwa, dass natürlich viele normale Räuber, also Wölfe, Bären und so weiter, gibt es nicht mehr. Die hat der Mensch ausgerottet. Und insofern hast du als Mensch sogar die Aufgabe, den Wildschweinbestand, Rehe, und das kennst du alles im Zweifel, auf ein gewisses Niveau zu halten, weil da sonst ganz viel Verbiss geschieht, also Verbiss an Bäumen und so weiter. Das ist die Regulierung durch den Menschen, nachdem er zuvor eben bestimmte Tiere entnommen hat. Es gibt Jagdbestandskontrollen ohne Mord. Also wir haben hier unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Und es gibt sogar Studien, die zeigen, dass die Jagd von gewissen Populationen dafür sorgen, dass es sogar mehr von diesen Tieren gibt. Aber kommen wir bitte zuerst zu deinem Fehlschluss zurück. Ein wichtiger Punkt ist, das mit dem Mord und dem, was weiß ich, alles Vergewaltigen und so weiter, verstehe ich, weil das ist halt immer schön krass. Das ist halt Aufmerksamkeitsökonomie. Ja, aber mit Mord fange ich ganz andere Dinge ein, als wenn ich sage, mit Tötung. Ja, Mord ist deine Kategorie, das sehe ich eben nicht so. Es gibt natürlich ganz viele Dinge, die nehmen wir beide als Tötung an, da würdest du sagen, es ist Mord, und ich sage, nein, es ist kein Mord. Wenn ich ein Schwein töte, ist es kein Mord. Mord ist das Töten aus trivialen Gründen. Gesetzlich haben wir es im Moment so verankert, dass das nur für Menschen gilt. Meine Frage, die sich hier in dem Rahmen dieser Diskussion ja stellt, weswegen ich durch meine Semantik-Speziesismus durchbreche, ist, wo ist der ethisch signifikante Unterschied, dass ich das Regelwerk bei Tieren nicht verwenden sollte und bei Menschen. Wir müssen ja erstmal versuchen, können wir bitte zuerst zu deinem ersten Fehlschluss zurückkommen. Wichtig ist, du holst mich ab und mit mir holst du ja vielleicht auch ganz viele andere ab, die aber dann zu weit weg sind noch, wenn du halt nur sagst,
Mord. Rationale Mord Menschen hole ich durch halt rationale Dinge Argumente ab und dadurch, dass ich nicht in der euphemistischen, verwaschenen Sprache genau, der Unterdrücker bleibe. Ich muss dir diese Worte bringen, das weil genau jetzt, diese Worte. Das ist jetzt aber sehr viel Wischiwaschi Unterdrücker genau und diese, Gehorsam. Du bist ein Unterdrücker von Tieren, ist, du ermordest Tiere, du schickst sie in Konzentrations-, Arbeitslager und dann Holocaust der Tiere. Das ist halt die Frage, ob man einfach nur grausam aus sich heraussprudeln lässt oder Mord und so weiter. Das ist durchaus adäquat gewählte Worte. Was gemeint? Was meint denn grausam? Was meint denn grausam für dich? Können wir bitte, bevor wir auf diese nächsten Punkte zurückkommen, wir kommen sofort auf deine Punkte, aber einmal nein, ich kann nicht mit all diesen definiert. Sachen nicht grausames, vermeidbares Leid absichtlich auszuüben für triviale, egoistische Gründe, die nicht notwendig sind. Vermeidbares Leid Gesetz, absichtlich, pass auf, ich bin schon zufrieden. Vermeidbares Leid ja. absichtlich ausüben, aus würde trivialen ich, Gründen direkt jemanden. Triviale antun. Gründe sind mir egal, wenn ich, eine, wenn ich über den Tötungsprozess egal. Hinausgehende Quälerei und sonstige Dinge tue, dann ist es grausam. Ja. Die gut, Definition das passiert definitionsgemäß, wenn du ja. Tiere ihr Leben lang als Sklaven hältst. Du hast selbst schon gesagt, unabhängig davon, wie man Nutztiere Sklaven hält, verbricht man mhm. gegen ihre Interessen, sich frei was entfalten zu dürfen. Was ist denn mit den Wollschweinen, die auf gut. der Weide stehen, im Grünen, im Regen und sich freuen? Ich ja, habe mal an der Weide gestanden in England, okay. da haben Roger, wir zu Roger, fünf das Leuten funktioniert gestanden. Bei mir nicht. Aber das war ja genau das Bild, auf Punkt jetzt nicht mehr eingehen, das war genau das Bild, was ich gerne mal entwerfen würde. Sonst muss ich das leider der Kamera sagen, bevor wir auf irgendein Wollschwein eingehen. Sag das der Kamera, aber wir müssen einmal kurz ein Bild entwerfen. Er hat sich vorher an die soziale Norm halten wollen, nur weil es soziale Norm ist, ist deswegen nicht moralisch akzeptabel. In vielen Ländern ist die Beschneidung von Männern und Babys von Frauen und Jungs erlaubt, legal, es sind Vergewaltigungen legal, es sind Steinigungen legal, es ist homophobe Verfolgung und Mord von diesen Personen legal. Legal nichts zu tun, nur weil es die soziale. Leute genau das ist es. Ob es moralisch ist, ist die Frage. Die Frage ist doch nur, nicht. Nur weil es alle machen, weil alle Tiere essen, weil es die soziale Norm ist, ist es deswegen das finde in Ordnung? Ich aber auch nicht richtig. Das muss ich da auch nicht tun. Aber das hast du als Grund genommen, Tiere zu essen. Weil ich hier lebe. Weil ich hier lebe das und ist das als meine Moral ja. auch angenommen habe. Das ist aber habe. Subjektiv. Wenn du hier leben würdest und hier wäre es sozial akzeptiert, das ist lass mich ausreden, von der rothaarige Menschen. Menschen abzustechen, wäre ja? das für dich dann in moralischen Ordnung? Wäre das dann gut? Würdest du mitmachen? Für mich wäre es sowieso nicht in Ordnung. Warum dann das Tiere abstechen? Weil Tiere nicht Menschen sind. Das haben wir schon verstanden, aber das ist dann ein anderer Grund, weil der Grund, auf den du dich gerade berufen hast, weil das ist ein Zirkelschluss. Der Grund, auf den du gerade, ich habe dich nach einem ethisch signifikanten Unterschied zwischen Menschen und Tieren gefragt, weswegen man Tiere ermorden und systematisch in Konzentrationslager sperren darf, aber Menschen nicht. Und deine Begründung lief auf die soziale Norm hinaus, dass es hier halt so ist, dass es immer schon so war. Und jetzt frage ich dich, um das ethisch signifikant zu testen, logische Ausweitung, Konsistenzüberprüfung, rational wirst du das hinkriegen, als Anwalt Warum würdest du es dann abstreiten wollen, Menschen abzustechen, sagen, wenn das alle machen? Wenn das alle machen, das warum wäre bedenklich. Das dann falsch bei Menschen, aber bei Tieren nicht? Das Problem ist, glaube ich, jetzt komme ich mal auf eine andere Ebene. Dann hast du einen Widerspruch, du musst den Widerspruch anerkennen. Wenn du zu sehr überdrehst. Gut, du kannst mich jetzt natürlich persönlich angreifen oder auf deinen Widerspruch eingehen. Hast du anerkannt, dass das ein Widerspruch ist? Ich frage einfach nach, was der Zweck ist, wenn ich frage, hol mich doch ab. Ja. Roger, wir reden erstmal über Definitionen. Rationale Menschen hören auf rationale Argumente. Begriffe kommen nicht bei mir an. Ja. Wenn du sagst grausam und Mord, dann denke ich mir... Ich habe das Wort grausam gar nicht in den Mund genommen, weil es mir nicht um die Art und Weise der Versklavung geht, sondern um den Tatbestand, dass du Tiere als Objekte verwendest und als Sklaven verwendest. Von mir wirst du nicht grausame Haltung oder sowas hören. Das habe ich nicht verwendet. Das kam von dir. Du hast es auf Video. Nochmals, du hast ja einen Widerspruch gemacht. Erkennst du den Widerspruch an? Ich habe nicht verstanden, was ich widersprüchlich gesagt haben soll. Du hast gesagt, du darfst, es ist moralisch in Ordnung, Tiere als Ware zu verwenden und ihre Leiber in dein Gesichtsloch zu stopfen, ja. Weil es alle machen. Ich würde es zwar nicht so ausdrücken, aber genau das, ja. Genau. Jetzt teste ich das auf logische Prüfung, weil du hast gemeint, das ist der ethisch signifikante Unterschied, weswegen du das bei Tieren darfst, aber bei Menschen nicht. Gut, wenn wir uns jetzt in einer Gesellschaft befinden, wo Roger sich mit Menschen umgibt, die das mit Menschen machen, sie systematisch in Arbeits- und Konzentrationslager steckt, sie zum Schlachthof deportieren und ihre Gliedmaßen dann auf deinen Teller zu legen, würdest du dich dann an dieser Gewalt beteiligen und fändest du diese Gewalt dann moralisch gerechtfertigt? So ist es aber nicht. So ist es aber Roger, nicht. Und ich spreche hier nicht mit einem 12-Jährigen. Das ist richtig peinlich für dich. Mir ist bewusst, dass es nicht so ist. Was wir gerade machen, nennt sich ein Gedankenexperiment durchführen. Ja? Kannst du dieses Gedankenexperiment beantworten oder wirst du einfach nur ausweichen? So ist es aber nicht. Gut, du wirst also einfach nur ausweichen. Vielen Dank. Also was ich gerade gemacht habe, ist eine Konsistenzüberprüfung und Roger will nicht anerkennen, dass er sich hier in einen Widerspruch verfängt. Nur weil es nicht so ist, Dankeschön, das ist mir bewusst, hast du das trotzdem als Begründung genommen, um diese Gewalttaten an Tieren zu rechtfertigen. Wenn du das beim Menschen also nicht anerkennst, dann bedeutet das, dass die Begründung in sich nicht aufgeht, sondern widersprüchlich ist, wenn du das als ethisch signifikanten Unterschied nennst. Okay. Darf ich was sagen? Ja. Also, was woanders passiert, muss ich nicht gut finden,
Aber ich muss doch nicht überall alles ändern wollen in der Welt. Wenn jemand weibliche Welt, Beschneidung kurz, oder männliche Beschneidung vorgeht, dann will ich das ändern. Wir machen so, Gespräch ist so, einer sagt was, der andere sagt was. Und der andere muss dann Widersprüche anerkennen, nicht ausweichen. Genau, ab und zu schon, aber wenn er es anders sieht, dann sieht er es anders. Das kann er auch dann sagen. Das hat nichts mit anders zu sehen zu tun, sondern du musst anerkennen, wenn wir einem roten Gesprächsfaden folgen, dass du deine Widersprüche anerkennen musst. Wow. Debattenkultur. Nee, das ist, genau, das ist Debattenkultur, wie ich sie ehrlich gesagt Höflichkeit nur in bestimmten Zusammenhängen kenne und da entsteht auch nie ein Gespräch. Wenn einfach nur was raussprudelt, wenn man sich und weigert, Vorwürfe kommen, das sind keine Vorwürfe, das ist logische Ausweitung. Nein, wirklich nicht. Ich versuche, deine Gedanken nachzuvollziehen. Mir gelingt es aber nicht, es mag an meiner Beschränktheit liegen. Gut. Und deswegen sage ich immer, hol mich ab. Bestimmte Begriffe sind mir einfach. Ehrlich gesagt, nein, das glaube ich dir nicht. Nah genug. Du bist wahrscheinlich rhetorisch bewanderter als ich, also diese Ausrede zählt nicht. So, wir haben hier einen Menschen. Das ist ein dogmatischer Abbruch, diese Ausrede zählt nicht. Und weil ich Ausreden benutze Schweinchen. Und du schlaue Argumente. So, wir haben hier ein Schweinchen. Kann man das mal in die Kamera halten, das sieht gut aus. Ein Schweinchen und einen Menschen. Ja. Jetzt frage ich dich, wo Unterschied zwischen Schweinchen und Menschen, dass wir Schweine in Gaskammern stecken dürfen. 40 Millionen in Deutschland werden jedes Jahr vergast wegen Menschen, die ihren Arsch essen wollen, aber Menschen nicht. Und dann sagst du, der ethisch signifikante Unterschied, das sind ja nur Tiere, das war deine erste Aussage, und das nennt sich Zirkelschluss. Du hast mir keine Information gegeben. Dann habe ich nochmal nachgefragt. Nein, du lässt diese Information nicht gelten. Dann habe ich nochmal nachgefragt. Das Problem ist, du lässt diese Information nicht gelten. An der DNA, pass auf. An der DNA, wenn ich jetzt Elfenwesen habe, die nicht Menschen sind, darf ich die dann ins Schlachthaus schicken? Würde ich mir überlegen, vielleicht kenne keine Elfen, die man Schlachthaus schicken kann. Okay, ich zicke jetzt mein DNA-O-Meter. Nein, das das nennt sich wieder Gedanken. Wir müssen das jetzt testen. Wir haben doch einfach mal nachgefragt. Bob, ich bin jetzt kein Mensch, sondern ein Alien. Ja? Darfst du mich jetzt ins Schlachthaus schicken? Absurde Frage, keine Ahnung. Darfst du mich jetzt ins Schlachthaus schicken? Nach deiner Logik ja, weil es sind ja keine Menschen. Das ist doch nicht das der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das du sagst, warum darf ich Tiere ins Schlachthaus schicken, weil es keine Menschen sind? Ich jetzt mir, bin ich kein Mensch, also darf mich Roger jetzt ins Schlachthaus schicken. Du als Elfe, ja? Ja, ich stelle mich gerade als Elfe vor, ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Ja. Dann würde ich noch darüber nachdenken können, wahrscheinlich, wie in dieser Gesellschaft mit Elfen umgegangen werden soll. Ja, genau. Wollen wir sie aufessen? Ja, genau. Oder was machen wir mit ihnen? Und warum das darf wäre man dann, sie aufessen? Das wäre dann ein Erkenntnisprozess, der sicherlich in verschiedenster Richtung ausgewogen wird. Wirklich? Wollen ich sitze gerade so vor dir, ich bin ein Alien und du musst darüber nachdenken, ob man mich in Schlachthaus schicken darf. Wenn du mich jetzt essen wolltest, weil du ein Alien bist, würde ich sagen, wehre ich mich. Aber wenn darum geht es nicht, wärst, ob du dich wehrst und nicht. Natürlich wehre ich mich, wenn du entschließt, mich in Schlachthaus zu schicken. Aber darfst du mich in Schlachthaus schicken, Roger? Aber es ist lebensfremd. Es ist lebensfremd, wenn so etwas passiert. Schlachthäuser sind lebensfremd, Roger. Wir sind doch bei Elfen. Ja, ich weiß. Es ist lebensfremd, wenn du als Elfe vor mir sitzt, was ein toller Gedanke ist, dass ich dann sage, okay, tolle Elfe, da ist Schlachthaus. Das machst du mit gute Schweinchen. Reise. Tolles gute Schweinchen, Reise. Gute Reise. Und liebe Elfe, ich glaube, das wäre nämlich genau, das wäre genau die Aufgabe einer Gesellschaft, dann zu überlegen, was machen wir mit den Elfen? Genau. Essen wir sie auf? Richtig. Und das genau machen wir jetzt gemeinsam als Gesellschaft hier im Bundestag und machen das mit den Schweinen. Genau. Essen wir und sie auf? Bei Schweinen, was spricht dafür? Bei Schweinen, boah, sie sind lecker. Bei Schweinen aber sie haben können wir schon fühlen. Nein, lecker ist bei nicht. Bei Schweinen haben wir schon Freiheit. Konkret geehrt. Und bei Elfen wäre es ein neuer bei Gedanke. Bei Schwarzen hatten wir uns auch schon konkret geeinigt, dass sie keine Menschen sind, sondern Ware. Ja. Und das haben wir dann geändert. Ja, weil Menschen wie ich, Menschen wie dir gesagt haben, das sind nicht nur Schwarze, das sind fühlende Personen, die bist ein Recht sicher, haben. Bist du sicher, dass das Menschen wie du, Menschen wie mir gesagt haben? Du gehst genauso sicher, mit den Tieren jetzt gerade um, wie Rassisten damals mit ihren Sklaven umgegangen sind. Das genau halt, mit der gleichen das ist, glaube ich, das sind halt keine Weißen. Ich glaube, der Zirkelschluss bei dir ist, dass du alles, was irgendwie, weil du es gerade möchtest, weil du dir selber irgendwie moralisch eine Überhöhung zusprichst. Natürlich tue ich Rassismus, das. Ich bin keine Mörderin und Versklaverin. Sexismus, Speziesismus, ich kann es kaum aussprechen. Ja. Weil ich sage, man darf Tiere essen und Tiere sind irgendwie unterschiedlich. Also mein Hund ist mir näher als ein Schwein. Das Schwein nein, darf das essen. Macht dich nicht zum Speziesist. Die Tatsache, dass du daraus die Erlaubnis, die moralische Erlaubnis für dich ableitest oder für die Gesellschaft, deswegen auf Basis dieses Arguments, dass es kein Hund ist, das macht dich zum Speziesisten. Dann bin ich ein Speziesist. Das erkennst du doch an, dass Rassismus nicht so eine tolle Eigenschaft ist. Sexismus auch nicht. Aber es hat und mit Speziesismus nichts zu tun. Insofern Rassismus bin ich ist, in freudiger Weise ein Speziesist. Das ist nichts mit freundlicher Weise. Ich glaube, das Schwein findet es nicht sonderlich freundlich, dass du es als Ware abstempelst, nur weil es keine menschliche DNA hat. Das ist nicht der Maßstab. Das ist genau der Maßstab. Das versuche ich zu kommunizieren. Warum streicheln wir Hunde, aber schicken Schweine in Gaskammern? Warum geben wir Menschenrechte? Die Frage ist ja immer, ob es für dich eine allgemeingültige Begründung gibt für das, was du sagst, oder ob du es einfach nur so siehst. Logische und ich es einfach anders sehe. Okay.
Du kannst es gerne anders sehen, aber darüber dann sprechen halt und ich lasse dumm. Auch zu, dass du es halt. Wer ist dumm? Deine Begründung, dein Zirkelschluss, deine ethischen selber. Widersprüche sind dumm. Wenn du ja, durch Widersprüche das kannst du ja nicht so sehen. Anerkennst, das gestehe ich dir ja zu, dass du das dumm also findest, wenn Menschen brutal und gemein. Anerkennst. Überhaupt nicht. Widersprüchlich zu handeln, überhaupt ohne nicht. Logische Begründung, ist die Nein. Definition von Dummheit. Wenn ich neue Argumente bekomme und meine Handlungsweise nicht darauf anpasse und anerkenne, dass ich einen Widerspruch mache und du hast einen Widerspruch gemacht, und dann endest du deine Heransicht nicht, sondern sagst sogar stolz wie so ein trotziger 12-Jähriger, ich bin ein Spezies, das sind ja nur Tiere. Genauso wie ein Rassist sagt, das sind ja nur Schwarze. Dann ist das dumm, ich mitläuferisch, glaube, faschistisch, ich glaube, gewalttätig. Das ist der wichtige Aspekt, den man einmal verstanden haben muss. Das ist nicht das allgemeingültige Gesetz. Für Sie gibt es das. Für mich gibt es das auf meine Weise moralisch völlig gut begründbar. Wo ist die gute und Begründung es gibt dafür? Eben nicht die eine Regel, die genau bemerkt. Das sagt, die du gefunden hast, Roger, wo ist die ich dummerweise nicht gesehen was ist deine gute und Begründung Millionen oder Milliarden von Menschen Tieren? Auch nicht. Was ist deine gute Begründung für Versklavung von Tieren? Was ist sie denn? Ich versklave keine Tiere. Nein, sind ich die esse frei? Tiere. Sind die frei, Roger? Ich esse Tiere. Sind die frei? Sind die frei, Roger? Wenn du mir Extremfälle zeigst. Auch Extremfälle, nein, das ist nein. Eine ganz normale Kuh, wird immer so aufgeschlitzt, die werden immer so aufgehängt. Das und ist das, Standard. Das sind die... Durchaus nochmal aufmerksamkeitsökonomisch funktionierenden Bilder, die man dann entsprechend aufregen. Dann du hast meine Frage zeigt. Nicht beantwortet, sind die Tiere frei, und Roger? Das sind die Sachen, die man genau das vermeiden sollte, weil es Extremsachen sind. Du bist vom Land, du hast selbst gesagt, du hast die Schweine gehört, also komm ja. Mir nicht damit, dass ich dir hier und Extremfälle genau zeige. Und genau da wollte ich sagen, dass genau. Das die Sachen sind, die extrem. Roger, das sind die Sachen, die extrem sind, die Roger, falsch extrem sind. Ist es, fühlende Individuen für lecker in Stückchen zu schneiden. Was ist deine gute Begründung, die nicht freien, dieses also Roger, versklavten Roger ist immer sehr sozialdemokratisch, das irritiert ja. Mich ehrlich gesagt. Alles klar. Du sagst, du versklavst die Tiere nicht. Nochmal meine Frage, nein. Wenn du jetzt dreimal ausgewichen bist, sind die frei? Die konkreten Tiere, die du mir zeigst, sind natürlich nicht frei. Welche deswegen Tiere sind sie denn mir frei, ja. Die du ins Schlachthaus schicken darfst? Welche jetzt sind komme ich wieder, darf ich zurück auf meine Geschichte? Du kannst mir jetzt gerade okay, sagen, jetzt welche die Geschichte Tiere, in England, die du im Schlachthaus jetzt kommt die bist, Geschichte aus England, jetzt. Die ich gerade erzählen wollte. Oh, als in England gab es eine Jahre Kuh, die war frei, die habe ich nicht gegessen. Und wir die haben war da gestanden mit mehreren Leuten, alle aus dem Auto ausgestiegen, extra die kleinen Wollschweinchen auf der Wiese. Die waren frei, gedacht, deswegen esse ich jetzt nur noch Wollschweinchen. Wie glücklich diese Schweinchen waren. Und wir haben gemeinsam da gestanden und dachten, toll, wie glücklich gut. Die sind. Wenn die dein würden Mitarbeiter gerne hier aufessen. Auch ganz toll genau und das glücklich haben wir, das aussieht haben und er frei wirkt in diesem Moment, aber ich einen Zettel habe, wo drauf steht, er gehört mir. Schau, wie lecker der ausschaut. Ja? Dann ist er nicht frei in dem Moment, wo ich ihn in den Schlachthaus schicke. Genau, in dem Moment, wo ich über seinen Körper verfüge. Er sieht sehr lecker und aus in und ich dem glaube, Moment, viele wo ich über jemanden verfügen, des Körper verfüge, aber ist jemand nicht frei. Das bedeutet, egal wie gut ein Tier gehalten wird und er spricht hier gerade von irgendwelchen utopisch gehaltenen Wollschweinen, ändert das nichts daran, dass diesen Tieren kein Personenstatus zugesprochen genau. Wird, sondern sie als Ware gehandelt genau. Werden, dann sind sie nicht frei, Roger, dann versklavst du sie. Das ist nicht so schwer zu verstehen. Wenn Tier sie Ware, sind, Tier nicht die frei. Die Schweine auf der Wiese sind keine Menschen. Ja, sie sind Tiere, wow. Die glücklich auf der Wiese leben. Bis sie in Schlachthaus soweit, geschickt soweit werden. Und 99,9% dieser sie Tiere werden nicht glücklich und auf der Wiese stehen, sondern sehr landen vorher in Konzentrationslager. Und waren geradezu glücklich, mhm. Dass wir sie vielleicht irgendwann essen ich können. Ich freue mich auch richtig passiert drauf, ist. Ihn nachher in Scheibchen zu schneiden. Wir werden noch so viel Spaß haben. Ich habe ihn auch vorher gestreichelt, bevor ich ihn wenn du möchtest, schenke ich ihn dir. Ein richtiger Biomensch. Ach, Fehler, ich schenke ihn dir. Ja, wenn so mit dir umgegangen wird als Praktikant, dann würde ich mir eine andere Praktikantenstelle suchen. Weil was er gerade wortwörtlich gesagt hätte, früher als Sklaventreiber, oh, mir gefällt ein Sklave, dann darf ich ihn haben und ihn vergewaltigen und ja, ein Stückchen aber schneiden. Genau das, sind genau wir das Lebens- macht das Sklaventreiber, aber das genau hat da natürlich alles gern Lebens- verharmlost aber nämlich das, was ich gerade gesagt habe, nämlich allgemein versteht, so wie du es auch verstanden hast, allein im Raum auch, dass ich natürlich ironisch spreche und das ist lebensnah. Du kannst das diese Ironie anerkannt, machen, wenn du nicht mehr für diese Massengewalt sozial adäquat, sittlich, normal ja, und soziale, allgemeine Regel, und normal. Dass man genau so spricht genauso über andere, wie es alle anderen weil es auch alle anderen verstehen. Genauso verstehen auch alle anderen in unserem Land. Ja. In Indien wäre es vielleicht anders, je nachdem, wo wir sind. Dann kannst du keinen Alkohol trinken, kein Fleisch essen. Da ist eben die sittliche Norm eine andere. Und du arbeitest daran, was ich völlig in Ordnung finde, weil es sind ja auch Denkanstöße. Die Frage ist, ob man immer dann mit Begriffen um sich werfen muss, die man vielleicht selber nicht ganz entweder nicht verstanden hat. Oh, das ist aber oder, süß, dass aber, ich die nicht verstanden habe. Ich habe sie gerade sogar rechtlich mit korrekt Mörder Mord und grausam definiert. Und so weiter. Nein, was, genau, Mord hast du nicht definiert. Du hast grausam gesagt genau. Und das war ich durchaus das eine Wort zulässige Ich habe das Wort grausam Definition. Nochmals nicht gesagt. Das kam von dir. Aber ich habe dich ja gebeten, das zu definieren. Das hast du ja richtig gemacht. Genau, und Mord habe ich dir auch Mord definiert. Hast du nicht Tötung definiert. Auf Basis von einem trivialen Grund, egoistischer Natur. Dafür gibt es monetäre Gründe, Geschmacksgründe, Luxusgründe, Unterhaltungsgründe. Das ist aber kein Mord. Das ist das, was du definierst. Genau das ist Mord im zwischenmenschlichen Bereich. So ist das, glaube ich, sogar im zwischenmenschlichen Bereich gesetzlich
legal festgehalten. So ist es vielleicht irgendwo festgehalten. Nein, es ja, ist nicht. Da, okay, nein, was ist so, Mord? Wie du es siehst. Es gibt verschiedene Mordmerkmale. Sag, genau, nenn mir die Mordmerkmale. Es gibt verschiedene. Habgier, Wollust. Wollust nicht. Wollust, oder? Wollust könnte, ja, nein, Lust, Wollust oder? Nicht mehr. Nein, es ist in der Tat Habgier, ja, es ist Verdeckung einer Straftat. Ja, finanzielle es ist grausam, es ist gemeingefährlich. Ja. Und sonst niedere Beweggründe. Okay. Wollust würden wir gerne noch aufnehmen, wie gesagt, und Heimtücke. Ganz alter Begriff. Okay. Und was ist das denn sonst als Habgier, wenn ich jemand das Bein essen möchte? Ja, wenn du... Wenn, also du für tötest dich, Tiere nein, aus Habgier. Deine Prämisse, aus der Lust am Töten. Wir teilen halt nicht die gleiche Prämisse. Aber ich glaube, wo ist das denn ist mein der schwere, Fehler? Das ist der wo ist denn mein Fehler, Roger? Weil du das diese, hast du gerade bemerkt, gell? Weil das du diese war Menschenwürde, das war unangenehm Raffaela, für dich, gell? Weil du diese Menschenwürde einfach ausdehnst auf andere, Raffaela. Du tötest Tiere aus Habgier, genau, weil es keinen ethisch signifikanten Unterschied gibt und weil ich im Gegensatz zu dir logischen Erweiterungen folgen kann. Und da haben wir gemeinsam den logischen Bruch, ehrlich gesagt. Dann zeig mir, wo der ist. Zeig mir, wo mein Denkfehler ist. Wo ist der ethisch signifikante Unterschied zwischen Menschen und Tieren, der das leider nicht anerkennt, Tiere in Schlacht auszuschicken, aber was Menschen du leider nicht anerkennst, warum aber wir wollen, Sache ja helfen. Wir wollen der Sache helfen. Insofern haben wir heute eine schriftliche Einzelfrage, so nennt sich das im parlamentarischen Betrieb. Du willst Betrieb. Der Sache nicht helfen, wenn du dafür zahlst, doch, Tiere als Objekte ich zu verwenden. Ich bin total offen, ehrlich gesagt. Vielleicht nein, gehe ich heute als Veganer hier raus. Du stehst auf der Seite der Gewalt. Vielleicht gehe ich heute als was Veganer hier raus. Was muss ich denn jetzt gerade sagen, damit du Tiere nicht mehr versklavst? Tausend Leute, die das Video sehen, auch als Veganer was aus dem muss Video. Ich denn Roger Beckham heute sagen, damit er Tiere nicht mehr als Objekte verwendet? Ich lese mal kurz vor, was wir gefragt haben und vielleicht ist eine Erkenntnis wert für dich dabei und für alle anderen auch, weiß man nicht. Heute hat ein sehr kluger Mitarbeiter eine schriftliche Einzelfrage gestellt, die sich genau auf den Begriff Speziesismus, den ich nicht ganz so plakativ finde, weil er schwer auszusprechen ist und kaum verständlich, aber du hast ihn so genannt, Speziesismus gefragt wird nach Einschätzung der Bundesregierung, ob der vereinbar ist mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Das ist ja durchaus ein Thema, mit dem wir auch immer konfrontiert werden, ob es unser Handeln betrifft oder andere Leute handeln. Und ob Leute, die sozusagen so wie du agieren und die dann diese Menschenwürde erweitern wollen auf Tiere, auf jeden Fall. Ob das Extremisten sind, was dich wahrscheinlich überhaupt nicht stört, völlig unproblematisch, denke ich mal. Ja. Und ob sie eben gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, gegen das Grundgesetz sind. Mhm. Oder, was du wahrscheinlich eher so siehst, ob das, was du sagst, Erweiterung der Würde, der Menschenwürde auf Tiere, ob das vielleicht sogar im Grundgesetz, also deutsches Grundgesetz, vielleicht auch weitergehende Gesetze, ob es Österreich oder Menschenrechtsgeschichte und so weiter, ob das sogar da drin steckt, man es nur noch nicht entdeckt hat oder noch nicht rausgearbeitet hat. Ich glaube sogar, da würdest du ganz viele Freunde in der jetzigen Regierung finden, wahrscheinlich, bei den Grünen, kann sein. Aber solche Fragen muss man ja mal diskutieren. Und das ist ja Teil der Veranstaltung, dass man vielleicht auch mal einen Erkenntniswert hat. Also ich für mich, dass ich meine jetzige Position auch verteidige, mich dadurch schärfe. Also du hast sie nicht verteidigen können. Okay, nennen wir es so, ich versuche. Ja, ich versuche. Du bist kläglich gescheitert. Leben ist ja sowieso ein Versuch, das Leben ist ja ohnehin nur der Versuch, irgendwie mit Wahrscheinlichkeiten im Leben zurechtzukommen. Insofern ist mein Versuch halt hier heute, das, was ich bisher gelebt habe, mal darzustellen, zu verstehen, was du sagst und danach vielleicht gestärkt mit meinem Blick rauszugehen und zu sagen, ganz ehrlich, die Raffaela hat echt einen Punkt. Ja. Oder auch nicht. Bisher habe ich ihn noch nicht ganz verstanden. Ja, das merkt man. Das mit dem Speziesismus, tatsächlich kann ich mich jetzt gerade nur auf das Tierschutzgesetz, so ungern ich mich auch auf Gesetzlichkeiten überhaupt berufe, weil das immer ein Appell an das Gesetz ist. Und Positivismus das ist kann man ändern, ja genau. Moralischer Wandel in der Gesellschaft setzt sich dann ja auch durch andere Gesetze durch. Mhm. Im Moment ist im Tierschutzgesetz in Deutschland verankert, ich glaube, der erste Paragraph, dass es verboten ist, einem Tier ohne guten Grund Schmerzen, Leid oder Angst zuzufügen. Mhm. Und wir haben halt, wie du schon selbst festgestellt hast, außer den Habgier, ihren Körper in unseren zu stecken, keinen guten Grund, das zu tun. Also dieser gute Grund würden wir niemals für Gewalttaten an Menschen zulassen. Und bei Tieren kann das auch nicht funktionieren. Also nachdem wir uns vegan ernähren können, nachdem wir ihre Körper respektieren können, gibt es dafür keinen guten Grund. Das heißt, jeder Nicht-Veganer verstößt eigentlich gegen diesen Paragraph. Es ist nur eine Frage der Auslegung, wie man diesen guten Grund definiert. Und Habgier kann es ja wohl nicht sein. Ich glaube, wir drehen uns an der Stelle im Kreis, weil ich bin jemand, das ist aber eine Frage des Einkommens, der durchaus versucht, Biofleisch zu kaufen. Das wirst du überhaupt nicht gelten lassen, weil es genau das Gleiche ist. Er ist auch ein Biopraktikant. Weil es gleich ist. Ich schenke ihn dir auch, wie gesagt. Diese Witze kannst du alle bringen, wenn du nicht mehr für Massenmord an Tieren verantwortlich bist. Aber das Problem ist, dass du solche Sachen natürlich erwartungsgemäß gar nicht gelten lässt. Biomenschen, darf ich Biomenschen erstechen, Roger?
wenn man das solche Sachen gar nicht gelten lässt, dann ist natürlich der gemeinsame Grund relativ überschaubar, auf dem man steht. Und ich glaube, du wirst dadurch vielleicht auch gar nicht gut für deine Mission viele Leute nicht erreichen. Die kriegen sogar Sonnencreme, wenn sie auf meinem Feld arbeiten müssen. Und das ist genau der Punkt. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die Bundesregierung wird sich sehr winden, überhaupt eine Antwort zu geben. Weil natürlich sie sich gar nicht in eine Richtung irgendwie festlegen wollen, typischerweise wie so oft. Schiebt das jetzt gerade nicht auf die Bundesregierung. Nein, gerade Roger und Raffaella dabei, und du bist das, das was du propagierst, Tiere, die du versuchst zu verteidigen. Und das wahrscheinlich nicht von denen als extremistisch angesehen wird, weil da einige genauso ticken, obwohl es eben nicht im Grundgesetz steht. Im Gegenteil, das, was du machst, sozusagen eine Relativierung der Menschenwürde ist. Nein. Du relativierst den Holocaust. Ist meine Ansicht. Ja, die du nicht verteidigen kannst, logisch. Wie wir schon festgestellt haben. Was du eben nicht anerkennst, das ist aber oft im Gespräch durchaus ein Problem. Sag mir nochmal, wo ist der ethisch signifikante Unterschied, wenn du sagst, du bist, okay, wir fangen woanders an, wie ich normalerweise nur mit den 12-Jährigen, die wirklich ein bisschen langsam im Kopf sind, agiere. Roger, bist du gegen Tierquälerei? Ja. Ja, okay. Würdest du sagen, wenn hier jetzt ein Kälbchen bei uns am Tisch säße und ich fange an, dieses Kälbchen zu boxen, wäre das dann okay? Nein, das wäre grausam. Wäre Tierquälerei? Ja. Würdest du sagen, dass wenn ich ein Kälbchen sein Leben lang Versklave, selbst unter den besten Bedingungen. Was heißt Versklave? Also dass irgendwo ich es als Ware sein, behandle, dass ich es von seiner Mutter wegnehme, damit ich die Muttermilch von der Mutter nehmen kann, dass ich es ganz normal, und das weißt du wahrscheinlich vom Land, in ein Kälber-Iglu sperre, dass ich es zum Schlachthof deportiere und es dort töte. Würdest du sagen, dass das schlimmer ist, als wenn ich das Kälbchen nur einmal boxe? Das ist schlimmer als einmal boxen. Wow, Roger, du bist gegen diese Tierquälerei des Einmalboxens. Du hast festgestellt, dass das, was du den Tieren im Moment antust, schlimmer ist als einmal boxen. Das Tolle ist ja, man nennt das Sachverhaltsquetsche. Dass du ein Heuchler bist. Man nennt das Sachverhaltsquetsche. Du machst einen Sachverhalt auf. Er rennt davon. Und erzählst eine Geschichte. Und am Ende ist der Sachverhalt auf einmal ein anderer. Ja, merkst du. Weil du hast einmal Boxen gesagt, am Anfang hast du vorher mehrmals geboxt und irgendwie etwas Vieh eingeschlagen. Okay, wenn ich 10-mal boxe, ist das ganz anderes. Nein. Ich boxe 10-mal, ist immer noch weniger schlimm, als dass ich zum Schlachthof. Du hast die Qualität immer gesteigert. Gut, du hast die Qualität. Roger. Okay, wir fangen nochmal an. Unrechts hast du immer gesteigert. Ich boxe es 3-mal. Und das ist genau das, was du sagst. Das ist aber süß. Schaut, wie er sich windet. Er hätte dazu geben müssen, dass er verkackt hat. Ne? Guck mal, ich boxe das Kälbchen 4-mal. Von mir aus, wir einigen uns auf 4-mal. Und es ist so mittelstark. So, ja. Das Kälbchen ist genervt, vielleicht tut es ihm kurz weh. Das ist auch nicht okay, gell, wenn ich das mache. Das Schöne ist... Ist nicht okay, wenn ich das mache, hat er schon festgestellt. Er will es nur gerade nicht nochmal sagen. Jetzt hat er aber auch schon festgestellt, dass sogar der beste Weg ist, zum Schlachthof zu schicken und dort zu töten, wahrscheinlich für das Kälbchen schlimmer ist, als wenn ich es nur einmal boxe und ansonsten auf einfach nur auf einer Wiese leben lasse. Richtig? Wenn du immer wieder nur Steigerungen bringst, das heißt, bist du immer an dem seid, Punkt, dass ich das Kälbchen boxe, aber kannst, ihr kauft wie der Sachverhalt Fleisch, Milch und Eier, dann tut ihr den Tieren wird. Viel Schlimmeres Insofern, an, als etwas, wo ihr eh schon gesagt habt, dass das Tierquälerei ist. Das heißt, jeder, der sogar einschreiten würde, wenn ich das Kälbchen boxen würde, wie er wahrscheinlich tun würde, weil er wahrscheinlich in der Akutsituation erkennen würde, dass Tierquälerei falsch ist und dass das ein fühlendes Individuum ist, ist aber gleichzeitig so distanziert, dass er für Fleisch, Milch, Eier, Käse und für viel grausamere Gewalttaten an solchen Lämmchen und Kälbern bezahlt, dann ist das Heuchelei. Und das ist diese gesellschaftliche Absurdität, diese Diskrepanz zwischen, oh nein Gott, die arme Katze im Sack, die schreienden Schweine und dann zahlst du genau für diese Schreie. Die schreien wegen Menschen wie dir, die nicht anerkennen wollen, dass sie im Herzen gegen Tierquälerei, also vegan sind und dann genau für diesen Holocaust, für diese Sklaverei an Tieren bezahlen. Das ist absurd. Das musst du doch jetzt anerkennen. Tolle Geschichte, ehrlich gesagt. Sehr, sehr emotional und ab und zu bekomme ich ja auch anerkennende nicht anerkennende Blicke von deinem Freund da hinten. Das finde ich irgendwie ganz hilfreich teilweise, wenn ich merke, ich mache was richtig, was falsch. Aber es bleibt ehrlich gesagt dabei, dass genau das, was wir anfangs auch gesagt hatten, dass das sind halt nur Quälerei, Tiere, grausam, genau. Am Ende ist es so, dass Grausamkeit völlig unnötig ist. Und warum machst du das denn an Tieren? Diese Gewalt ist vollkommen unnötig. Die Tötung von Tieren, wenn ich sie essen will, muss ich sie töten oder andere müssen sie töten. Ja, wenn ich Menschen essen will, muss ich sie auch töten und es wäre nicht okay. Willst du wirklich Menschen essen? Willst du wirklich Tiere essen? Ja. Warum? Warum willst du Menschen essen? Aus dem gleichen trivialen Grund wie du. Weil es lecker ist, weil es alle so machen und deswegen finde ich es okay. Das wissen wir beide nicht, ehrlich gesagt. Und wenn es so wäre, wäre das eine adäquate Begründung, die du mir jetzt durchgehen lassen aber würdest. Aber das ist genau, verstehst du? Das ist genau der Blase, Widerspruch. Das ist genau die Blase, die Utopie, die du dir immer aufbaust. Es geht hier nicht darum, dass ich irgendeine Utopie aufbaue, Roger. Du versuchst dir genau das zu sagen, dich in gesellschaftlich aus. Du bist ein Mitläufer eines faschistischen Systems hier gerade.
Ich bin auf jeden Fall ein Mitläufer der Esskultur in diesen Breitengraden. Das ist definitiv der, so. Der Versklavereikultur. Esskultur ist eine Verharmlosung. Ich habe dir schon gesagt, dass es beim Veganismus nicht um eine Esskultur geht. Ist das, ehrlich gesagt, dein Teil der Meinungsfreiheit völlig in Ordnung? Die Frage ist immer nur, ob ich andere Leute dann überhaupt in der Lage bin, abzuholen für irgendetwas, was in deine Richtung gehen könnte. Und das passiert eben nicht. Du kannst natürlich gerne meine Art und Weise kritisieren. Das nennt sich einen appellenden Ton. Auch ein wunderbarer Fehlschluss. Und es ist scheißegal, wie ich es kommuniziere, weil rationale Menschen Akzeptanz herzustellen für bestimmte Punkte, die du vielleicht machen könntest, die du aber nicht machst, weil du es überziehst. Ich habe keine Akzeptanz für Gewalttaten. Ich habe keine Akzeptanz für fast 50-jährige Männer, die nicht anerkennen wollen, dass sie im Endeffekt sagen, das sind ja nur Tiere, wir haben es immer schon gemacht, um Mord damit zu rechtfertigen. Ich habe keinen Respekt und keine Anerkennung, keine Akzeptanz dafür, dass du sagst, dass du gegen Tierquälerei bist, dass du einschreiten würdest, wenn ich eine harmlose Tierquälerei in einem Kälbchen vollziehe. Und harmlos, unter Anführungszeichen natürlich. Aber dann gleichzeitig für viel Schlimmeres bezahlst. Das ist absurd, dass sie das nicht bewusst... Also nochmal, Roger, du hast gesagt, du würdest einschreiten. Du fändest das falsch, wenn ich das Kälbchen leicht boxe. Und dann hast du gesagt, dass was den Tieren in der Industrie passiert, um Längen schlimmer ist. Deine Worte, dass es schlimmer ist. Wie passt das denn zusammen? Weil in deinem Beispiel es so gewesen ist, dass du das Tier einfach nur um des Boxenwillens schlägst. Ja, ich habe Lust dran. Das macht mir Spaß, so wie dir Fleisch Spaß macht. Genau. Und wenn ich Tiere töte, um sie zu essen, ist das eben der Weg dahin. Und der Weg sollte so sein, dass die Tiere natürlich nicht grausam behandelt werden, gequält werden. Wenn ich das Kälbchen und das Problem, boxe und dafür Problem, erscheint dann leckeres Essen auf meinem Teller, und das Teller, Schöne dann ist daran, dass so wie wir die Dinge in den letzten Jahren gehandhabt haben, tendenziell es besser wird, aber das Essen an sich von Tieren wird, glaube ich, nie beendet sein, weil es eben Teil einer Kultur ist, die mitlaufen wollen. Appell an die Tradition, Appell an die Kultur. Genau, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist ein Fehlschluss. Wenn die Kultur sagt, wir dürfen Frauen die Genitalien, die Vulve abschneiden, dann ist es deswegen nicht moralisch in Ordnung, nur weil es alle machen. Wieso ist es dann beim Tiereessen so? Weil ich das jetzt eben genauso sehe. Aber das ist ein Widerspruch! Siehst du das nicht? Nur weil es alle machen, ist es nicht richtig. Das müsst ihr doch erkennen, oder? Du erkennst das doch. Ich sehe es doch genauso. Ich meine... Nein, du hast deine Gründe, die ich nicht anerkenne. Roger, weil und du unlogisch ich meine und Gründe, indoktriniert die du nicht bist. Und so einfach ist es. Du willst einfach nur dein Gesicht nicht verlieren, öffentlich, glaube ich gar nicht. Aber guck mal, es gibt aus der AfD sogar Leute, die vegan sind. Es wäre eine super Meldung, glaub mir, es wäre eine super Meldung, Aufmerksamkeitsökonomie, wenn ich nachher sage, weißt du was, ich bin vegan. Ja, wärst du dann nicht der Erste, der die AfD unterstützt und vegan wäre. Wäre auch toll. Ja. Wäre doch toll. Ja. Also, von daher, aber ich dann brauchst du eine Problem gute damit, Begründung, es kein, nicht zu tun. Ich kein, es ist einfach nur peinlich. Ich habe kein Problem damit, Dinge einzusehen. Ich klatsche auch bei Grünen. Okay, völlig gut, dann musst du halt an dieser Stelle nochmal einsehen, dass du gesagt hast, dass du gegen Tierquälerei bist, dass du da den Grund noch gar nicht genannt hattest, dass du anerkannt hast, dass du dagegen wärst, den Tieren Schlimmeres antust. Und jetzt weiten wir es nochmal aus, weil du hast gesagt, ja, da geht es aber nur um die Freude am Schlagen. Du hast die Gaumenfreude am Genuss. Mhm. Das sind beides triviale Gründe des Genusses. Eines Gaumenfreude, das andere ist meine haptische Freude, dass meine Faust gegen das Fell des Tieres Es bleibt dabei, dass deine Unterscheidung oder Nicht-Unterscheidung, dass deine ausufernde Handhabung von Würde, Menschenwürde, eben deine große Brücke ist sozusagen, um Tiere damit zu erfassen. Das war jetzt nochmal eine andere Sache, aber du hast gesagt, du wärst dagegen, wenn ich das nur aus der Grund des Freudes mache. Ich habe dir erklärt, du machst es auch nur aus dem Grund des Freudes. Das heißt, du musst hier wiederum, insofern haben wir jetzt leider den Zirkel, den wir uns immer weiter drehen. Du weichst hier diesem Thema schon wieder aus, verstehst du? Also du hast gerade anerkannt, dass das falsch wäre, nur wenn ich als Begründung herannehme, dass ich die Freude am Schlagen habe. Jetzt erkläre ich dich, du hast nur die Freude am Genuss. Das heißt, wir haben hier wieder nur Freude gegen Freude. Wenn du sagst, Freude ist kein adäquater Grund, um ein Tier zu quälen, dann tust du das ja genauso und befindest dich schon wieder in einem heuchlerischen Widerspruch, Roger. Du baust immer einen qualvollen Weg da ein. Wenn ich jetzt du mein hast Beispiel, selbst schon gesagt, dass unter den besten Bedingungen das Schlimme das für ich die Kuh wäre. Gesagt. Ich habe dich gefragt, jetzt stellen wir uns die utopische Das utopische haben wir gestern Natur auf Kamera. Ich habe wir nicht gesagt, unter den besten Bedingungen Doch. Wird Gut. irgendwas in die auf die dann, Weise dann frage ich dich jetzt nochmal. Wenn noch ich das nette Schweinchen, das nette Wildschweinchen, irgendwo im Wald schieße oder dann ist sonst das immer noch das, schlimmer, als wenn ich es nur einmal kurz boxe für das Schwein, oder? Dann habe ich es getötet und kann es aufessen. Und es ist schlimmer für das Schwein, als wenn ich es nur einmal boxe, oder? Warum solltest du es boxen? Ist doch völlig unnötig, ist doch Quatsch. Schon wieder ausgewichen? Ist das Nein. schlimmer? Ist das schon wieder ausgewichen, Roger? Wir halten Aber fest, er ist schon wieder ausgewichen. Wenn ich das Schwein einmal boxe, würde sich das Schwein im mutmaßlichen Wille des Opfers lieber einmal kurz von mir boxen lassen oder erschießen lassen?
Das hat doch. Das ist die Frage, was das Schwein will, ist doch gar nicht die Frage. Genau darum geht's. Was? Nein! Bitte nicht. Doch, es geht Nein. genau darum. Es Nein. geht genau darum, im Nein. mutmaßlichen Willen zu halten. Ich werde dieses Sein nette Schwein erschießen und dann weitgerecht Gut. zerlegen und ausweiden. Er ist schon wieder ausgewichen. Wir probieren es noch ein letztes Mal, aber dieser Homo sapiens sapiens scheint besonders stur zu sein an dieser Stelle. Roger, ich wenn ich das Schwein einmal boxe, schwierig. Sagst du, das ist schon Tierquälerei, richtig? Nein! Das ist keine Tierquälerei. Ich boxe das Schwein. Ein Wildschwein wirst du niemals boxen. Darum geht's nicht. Es sitzt hier, ich kann es jetzt boxen. Es guckt mich liebevoll an, ich boxe ihm in die Fresse. Ist das Tierquälerei? Wildschwein sicherlich nicht. Also das Schweinchen guckt mich liebevoll an. Das boxe ich jetzt. Das beißt dir die Hand ab. Das kann mich nicht ab. Ich boxe das jetzt. Du kannst noch 10 Mal ausweichen. Du schaffst den Sachverhalt. Du schaffst den Sachverhalt. Für dich ist das Kälbchen jetzt genauso wie das Wildschwein. Roger Beckham weigert sich, diesem Gedankenexperiment logisch zu folgen, weil er festgestellt hat, dass selbst unter den besten Bedingungen der Versklavung und des Mordes von den Tieren er etwas unterstützt, was er selbst als schlimmere Tierquälerei anerkennt, als etwas, wo er bereits einschreiten würde. Das macht ihn zu einem Heuchler, einem Gewalttäter, einem faschistischen Mitläufer an dem Faschismus und der Massengewalt an Tieren, die natürlich fühlende Personen sind. Wir brauchen Siehst du das dringend, ab oder hast du das im Kopf? Nein, wir brauchen dringend Menschenrechte für Tiere und ich schließe dieses Thema sehr gerne mit einem Zitat von deinem eigenen Video ab. Es gibt überall Idioten, besonders in der Politik. Es gibt überall Idioten, vor allem in der Politik. Ich stimme dem letzten Satz unbedingt zu, das ist definitiv so, wahrscheinlich ganz besonders viele. Ich danke jedenfalls für das sehr lehrreiche Gespräch mit Raffaela. Ich teile wahrscheinlich das Temperament nicht so sehr, das ist meinem rheinländischen, meiner Herkunft geschuldet. Ich teile auch den Kern deines Anliegens nicht, dass man Menschenwürde auf Tiere erweitert und dass keiner mehr Tiere essen soll. Ich halte das für völlig lebensfremd. Ich halte es auch, ehrlich gesagt, für nicht hilfreich für die Akzeptanz einer Idee, dass es Tieren besser geht insgesamt. Aber es ist sehr interessant, mit einer Frau zu diskutieren, die so penetrant ist und massiv verbal Injurien verwendet, dass selbst ich dann sage, meine Güte, lasse ich sie lieber reden, weil es kommt ansonsten nur noch 2-3 Mal. Insofern ist es für mich auch ein interessanter Beitrag gewesen heute und das ganze Thema Rassismus, Speziesismus, Sexismus, alles ineinander zu würfeln, ist ehrlich gesagt eine Methode, die vielleicht auf der Straße und manches Mal sonst wo funktioniert. Aber die entscheidende Hürde, die sozusagen der logische Punkt, dass Tiere und Menschen auf einer Ebene stehen, alles gleich ist, halte ich für absurd. Genauso wie Menschen, die in meiner Familie sind, mir viel näher sind, so sind mir auch Menschen Oh mein Gott, Roger, in Land soll ich das jetzt alles nochmal aufgreifen? Die Nähe des Unterdrückers zum Opfer ist keine Rechtfertigung, es zu opfern oder nicht zu opfern. Wenn ich keine Nähe zu ihm habe, darf ich ihn ja auch nicht abstechen. Insofern ist es wichtig, dass man das auch anerkennt und das ist lebensnah und normal. Das Wort lebensfremd zu verwenden, während man Tiere ins Schlachthaus schickt, ist pervers, peinlich und absurd. Normal. Alle machen es. Ist nichts anderes als mitlaufen, Roger. Nur weil es normal ist, ist es nicht in Ordnung. Ist das so schwer zu verstehen? Genau, das ist aber auch sozusagen die Substanz von Moral, dass es eben von Menschen anerkannt wird und das Zusammenleben von Menschen funktioniert und dass man es diskutieren kann und wenn man logische Widersprüche findet, dass man dementsprechend diese danach anpassen muss, seine Handlungen, sonst ist man definitionsgemäß dumm. Dumm ist der, der trotz neuer Informationen und Anerkennen seiner Widersprüche oder den Gedankenexperimenten sogar ausweicht, weil er weiß, das wäre ziemlich peinlich für ihn, seine Handlungen nicht anpasst, Roger. Mhm. Das ist ein ziemlich schmaler Gedankenkorridor, den du dann folgst, um weiterhin dein faschistisches Mitläufertum zu rechtfertigen. Das machen halt alle. Das sind ja nur Tiere. Okay, Raffaela wird mich wahrscheinlich als dumm in Erinnerung behalten, dass Schicksal teile ich wahrscheinlich alle, sehr vielen Menschen. Ich bin gespannt, wer diese Schon Meinung wieder. Teilt. Er teilt das ja mit Menschen, ist es ja in Ordnung. Das Schicksal. Ja, das ist ja, dann ist es ja in Ordnung, wenn du es mit vielen teilst. Nö, ja? Aber das ist wenn's dann eben machen, das, was du den Leuten irgendwie überwirfst. Was du Insofern den überwirfst. Werden wir damit leben können und das die Tolle Tiere ist, nicht. Die Tiere nicht und um die geht's und in ihre Interessen hier. Fühlen wir zwei immerhin uns darüber unterhalten haben, was deine Sicht der Dinge ist, was wahrscheinlich deiner Sache durchaus etwas bringt. Weil Leute angeregt werden, jetzt mal darüber nachzudenken, ob das wirklich ein logischer Bruch ist, ob das irgendwie Dummheit ist, Widersprüche und sonst was. Und dann hat man zumindest nachher ein kleines Rhetorikseminar für sich selber nochmal erstattet. Schreibt eine 1 im Chat, wenn Roger widersprüchlich und gewalttätig handelt. Tiere sind keine Objekte. Schreibt eine 0 im Chat,
wenn ihr denkt, Raffaela ist auf der falschen Bahn. Schaut Dominion auf a3x.org. Vielen Dank. Was ist das denn? Tja. Dominion. Ist das ein Spiel? Nein, das ist ein Film, der die Sklaverei der Tiere zeigt, für die du maßgeblich verantwortlich bist, der die Sklaverei in Fleisch, Milch, Eier, Wolle, Zoos, Unterhaltung zeigt, die Opfer, denen man in die Augen sehen soll, die wollen ja nicht, dass du das siehst. Das sind diese Schreie. Stell dir mal vor, du würdest diese Schreie jedes Mal hören müssen, wenn du Tierprodukte isst, Roger. Mach doch mal eine Führung im Schlachthaus. Fändest du schön? Nee, schön nicht, aber interessant. Könntest du es dann essen? Weiß ich, wahrscheinlich nicht. An dem Tag wahrscheinlich nicht. Aber das spricht doch für dich. Und du musst dich an diese Schreie erinnern. Weiß ich nicht. Verstehst du das? Das ist immer die Frage, wie Leute sich beeindrucken lassen. Ich finde es ja richtig, als man darüber spricht. Es geht nicht darum, ob du Mitgefühl hast. Ob du Mitgefühl hast, Roger. Wenn du nicht das essen könntest, wenn du diese Schreie hörst, das ist doch wunderschön. Wir haben gleich darüber gesprochen, welche Tiere. Noch eine Frage jetzt wirklich zum Verständnis. Ja. Wo ist denn für dich eine Grenze bei Tieren? Also Wirbeltiere oder ist das irgendwie... Also bei Insekten ist unklar, ob sie fühlende Individuen sind. Ja. Das ist schwierig festzustellen. Ich bin im Zweifelsfall für den Angeklagten. Also ich wäre nicht für Insekten als alternative Proteinquelle, auf gar keinen Fall. Okay. Bei den sogenannten Nutztieren, die du jeden Tag zum Schreien bringst, obwohl du das nicht essen könntest, wenn du sie hören würdest. Mhm. Und ich lade dich herzlich deswegen ein, dass wir gemeinsam ins Schlachthaus so, gehen. Ja, genau. Genau. Aber das spricht doch für dich, dann mach nicht. Dann sorg nicht dafür, dass du das machst. Schau, ich bin nicht hier, um böse zu sein. Ich bin nicht hier, um ihn auflaufen zu lassen. Aber wenn mir mit der Sturheit kommt, Logik nicht so an, also diese Erweiterungen nicht anzuerkennen, dann plötzlich zu sagen, er hat kein Herz, ja, schieß es ab, das Tier. Das sieht ja so lecker aus, bitte. Das muss nicht du sein. Das ist ein 15-Jähriger auf TikTok, der lecker Steak schreit. Ungefähr sowas machst du. Bin ich wahrscheinlich, aber doch. Ja, aber das musst du nicht mehr sein. Wir können alle mal erwachsen werden. Ich bin sehr gespannt, was das mit mir gemacht hat, das Gespräch heute. Das meine ich durchaus ernst. Es wirkt nicht so, als hätte es viel gemacht. Nein. Was soll ich tun? Ich gucke freundlich, ich bleibe im Gespräch und ich sage ernsthaft, ich gucke, was das mit mir macht. Und wir werden ja sicherlich auch noch darüber sprechen mit anderen Leuten, was es mir gemacht hat. Bewerten wir Menschen nach ihren Gedanken oder nach ihren Handlungen? Beides. Nein, mir ist scheißegal, ob du erstmal sagst, muss ich bin für Menschenrechte. Erstmal muss ich ja die Gedankenspiralen angeworfen haben und das hast du heute vielleicht in der Richtung getan. Ich bin gespannt. Erstmal bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Ich bin nicht überzeugt, aber es ist jedenfalls bedenkenswert. Und das ist schon mehr, als ich ansonsten im Bundestag erlebe. Du bist überzeugt. Entschuldigung, ich muss es nochmal sagen. Du bist überzeugt, weil du würdest sogar einschreiten, wenn ich das Kälbchen boxe. Du hast es schon anerkannt. Das kommt immer darauf an, welche Situation da ist. Wenn du einen Hund quälst, würde wahrscheinlich jeder in Deutschland einschreiten. Ja, genau, aber du hast sogar schon beim Kälbchen gesagt, obwohl du Kühe in die Kategorie Nutztier steckst. Weil es unnötig ist. Genau das ist Tierprodukte essen, genau das ist Tiere anziehen, genau das ist Tiere als Ware verwenden. Aber unabhängig davon, ob es jetzt... Also wirklich, aber du hast gesagt, du würdest einschreiten, du tust ihnen Schlimmeres an. Weil wir wiederholen uns. Ist. Es ist so nötig, ihr könnt vegan leben, du kannst vegan leben. Guck mal, vegan! Das ist aber auch kein Zufall, dass es hier steht. Das ist durchaus vegan gedacht. Boah, das ist aber so offen und tolerant von dir. Jetzt bist du unernst. Nee, ja, natürlich werde ich unernst. Okay. Du sagst, das sind ja nur Tiere, wie soll ich da ernst bleiben? Also, vielen Dank, Raffaela. Ja. Kurze Rückmeldung von mir: dauernd den Vornamen zu nennen, erinnert mich immer an sozialdemokratischen Kindergarten. Tja, zu sagen, es sind ja nur Tiere, erinnert mich an 12-Jährige auf TikTok. Okay, da sind wir uns an der Stelle wahrscheinlich einig, dass der andere da... Aber die haben so lecker ausgesehen, Raffaela, die haben so lecker ausgesehen, diese Schweine auf der Wiese. Ich dachte mir nur so, oh, den Arsch esse ich heute. Ich war einfach nur ehrlich. Oh ja, voll geil, nur ehrlich. Voll geil. Ich auch, Roger. Total. Roger. Gut, wie lange haben wir jetzt gesprochen? 50 Minuten. Ehrlich? Man merkt es dann gar nicht mehr, ehrlich gesagt, die wie lange Zeit es dann dauert. Mit mir definitiv, Flug, ich im Flug, ich bin älter geworden mit dir. Jetzt habe ich ja gedacht, dass wir noch, weil du erst wolltest noch einen Cube of Truth. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, was das sein soll. Habe ich verstanden, hat, glaube ich, der Mitarbeiter gesagt, das ist irgendwie sich auf die Straße stellen, Monitore anwerfen und dann laufen dann wahrscheinlich Schlachthausszenen und dann steht man da mit Plakat in der Hand. Unter anderem, ja. Ich mag das halt ganz gerne, weil ich das Format gern zeige, weil man da einfach. Es ist jetzt was anderes, wenn wir über dieses Thema sprechen und da läuft ein großer Monitor und du siehst und hörst diese Schweine, von denen du gesprochen hast. Er nickt auch. Also wenn hier jetzt ein Bildschirm wäre und da sehen wir halt durchgehend, wie Tiere tagtäglich als Ware behandelt werden, wofür man verantwortlich ist, wenn man nicht vegan ist, dann traut man sich vielleicht mal den einen oder anderen dummen Kommentar doch nicht zu bringen, ja, sondern reflektiert vielleicht mal eher. Und deswegen mag ich das ganz gerne. Die Macht der Bilder, die einen wahrscheinlich dann auch irgendwie mundtot macht, das glaube ich schon. Ich versuche das halt so. Ja. Und ich meine, dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, das sind ja nur Extreme und dann sage ich so, ja, nee, aber im Endeffekt, es kommt, wie gesagt, nicht auf das Thema, wo wir sind, ob wir das hier oder beim Cube gemacht hätten. Ich zeige das Format einfach prinzipiell gern. Ich freue mich trotzdem, dass wir hier gesessen sind und das tun und man kann natürlich immer sagen, das sind ja nur Extreme. Im Endeffekt würden wir selbst die beste Behandlung nicht erleben wollen. Und da hätte es ja nicht gepasst, weil ich hätte
wenn ich dabei gewesen wäre, wäre ich sozusagen Teil der Veranstaltung gewesen, ohne das wirklich, sagen wir mal, inhaltlich zu teilen. Das wäre ja nicht... Ich hätte dich einfach... wir haben ja Leute, die vorbeigehen und dir das auf dem Bildschirm vorgestellt und die eine Art von Vorgespräch dort gemacht und ich wieder gestanden, okay. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich hatte noch überlegt, ob wir über Wohnungsmarkt sprechen, weil ähnlich unbedarft, wie ich wahrscheinlich mit dem Blick auf Tierrechte bin, oder sagen wir mal, ja, unbedarft im Sinne von, das ist halt irgendwie ein Thema, was mich... wo eben nicht so viel darüber nachgedacht wurde, in der Tat, was man einfach so macht, weil man eben geprägt ist, dass man über das Thema Wohnungsmarkt... Bitte? Dass man über den Wohnungsmarkt spricht, weil das mein Thema ist an sich. Da ist durchaus die Frage, hast du auch Bock drauf? Weiß ich gar nicht. Ich bin bereit, über alles zu sprechen. Ja. Das können wir machen. Also das wäre, wir haben das ja vorab schon gesagt. Genau, hatten wir ja gesagt. Ich finde das nur fair, wenn ich das zugesichert habe. Genau. Also das ist mehr oder weniger nur der Gedanke bei mir, dass man mal mit jemandem spricht. Das hätte jetzt auch jemand sonst wie sein können, aber weil du dann sozusagen da bist, dass man darüber spricht, mal zu hören von jemandem, der mutmaßlich jetzt nicht mit Wohnungsmarkt, wie das überhaupt funktioniert, was da läuft, sich auseinandergesetzt hat, dass man mal hört, wie funktioniert denn ein Wohnungsmarkt deiner Ansicht nach? Wie kommt gerade die Situation zustande? In Österreich wird es nicht viel, du bist vorwiegend in Deutschland oder in Österreich? Ich wohne jetzt in Deutschland, ja. Also das wird in Österreich auch nicht viel anders sein gerade. Wie die Problemlage ist, warum sie so ist, was die Ursachen sind, was Lösungsvorschläge sein könnten, ob du überhaupt eine Idee davon hast, wie ein Wohnungsmarkt funktioniert, wäre meine Frage, ob du gerade siehst, dass es irgendwelche Probleme gibt und was die Ursachen sein könnten, beziehungsweise was Lösungen sein könnten. Du bist Ende 20, glaube ich, bist mutmaßlich, gehörst zu den Besserverdienenden durch deine Tätigkeit auf YouTube. Insofern, oder ich ja genauso, sodass wir beide gar nicht so unmittelbar betroffen sind von der Situation auf dem Wohnungsmarkt, was ja viel mit Geld zu tun hat. Aber einfach die Frage, das muss jetzt keine 50 Minuten dauern, wie funktioniert ein Wohnungsmarkt deiner Ansicht nach und was sind da gerade die Themen, die du aufschnappst aus der Presse oder sonst wie erlebt hast? Ich habe in München gelebt und da ist der Wohnungsmarkt, glaube ich, mit in Deutschland am knappesten gewesen, vor allem als Studentin, obwohl meine Mutter natürlich bei der Finanzierung einer Wohnung damals geholfen hat. Aber ich habe das, und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, und das war ein unglaubliches Privileg, weil ich habe von vielen meiner Kollegen und Kolleginnen im Studium miterlebt, dass die mit BAföG und Nebenjob, also in München natürlich sehr, sehr schwer nur eine Wohnung bekommen haben. Das war natürlich, vielen Dank, problematisch. Was ich als Lösungsvorschlag vorschlagen würde, ist, alle Nicht-Veganer einfach abzuschieben. okay, dann wäre wirklich, das wäre wahrscheinlich der Markt, würde zusammenbrechen, weil dann würden so viele Wohnungen frei sein. Die da könnten wir alle Tiere dann unterbringen. Da könnten alle Tiere wohnen. Ja. Die Frage ist, wie die dann hochkommen in Altbauten mit 5 Stockwerken. Aber das wäre dann, den bringen wir auf zu. Okay, würden wir machen, würden wir bezahlen können. Aber nochmal ganz kurz, wie ein Wohnungsmarkt funktioniert. Hast du da eine Vorstellung von? Angebot, Nachfrage, genau. Wie jeder Markt halt. Genauso wie der Tiermarkt. Wenn du Leichen kaufst, machen sie tote Tiere. Wegen dir. Genau, wenn du zu wenig Leichen hast, steigt der Preis. Ja, das auch. Ja. Also genau so. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die an sich ganz naheliegend ist, weil jeder Markt im Grunde so funktioniert. Aber ganz, ganz viele Leute meiner Ansicht nach im Bundestag eben noch nicht verstanden haben, dass er so funktioniert. Dass ein Wohnungsmarkt auch jetzt, wo wir sehr viel Nachfrage haben, da musst du dich jetzt nicht zu positionieren, sondern das ist immer das, was ich im Bundestag sage. Wir haben Nachfrage durch Masseneinwanderung und das führt eben dazu, dass immer weniger Leute eine Wohnung finden, weil natürlich die Wohnungen im Verhältnis zu den Köpfen im Anteil immer weniger werden und die Preise steigen. Das ist schlichtweg so, wie ein Markt funktioniert und der funktioniert eben jetzt auch. Und dann ist mir die Frage, wie löst man das von der Angebotsseite oder von der Nachfrageseite? Angebot mehr bauen. Aktuell kann man zu Preisen bauen für 20 Euro netto kalt, das heißt plus Betriebskosten noch, das ist immens. Wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich, wir könnten das wohl zahlen, aber auch bei mir, wenn ich 15, 16 Euro zahle, verdorrt mir die Hand. Dann denke ich mir auch, Alter, wofür eigentlich? Das ist dann eben so. Und da ist eben die Frage, ob man, ich sag mal, jemand, der sonst nicht so mit den Themen zu tun hat, was wären deine Vorschläge, wenn man sagt, es sind so wenig Wohnungen da? Ist das der Punkt oder haben wir zu viel Nachfrage? Und deswegen sind zu wenig Wohnungen da, aber es sind ja keine Wohnungen weggefallen, es ist ja nicht zusammengebrochen. Was wären zulässige Gedanken, um das zu lösen? Spontan aus der Hüfte geschossen, was kann man da machen? Ja, genauso wie ich bei... Also jetzt unabhängig von den
von der Veganer-Thematik. Du sprichst mit der militanten Veganerin, das geht nicht unabhängig davon. Okay, Entschuldigung. Also, ja, nein, okay. Genauso wie du sagst, du bist dafür, dass man Gewalttäter abschiebt, bin ich auch dafür, dass man Gewalttäter abschiebt. Nicht-Veganer sind Gewalttäter, okay. die haben kein Wohnrecht auf Wohnen. Ja, genau. Unterkunftsrecht. Die sollen niemandem wehtun, niemanden vergasen. Hast du eine Prozentzahl ungefähr, wie viele Leute vegan sind in Deutschland? 2%. Okay, also würden wir 98% abschieben wollen. Ich denke halt, so, das ist natürlich ein absurdes Gedankenexperiment. Aber Tendenz, aber dauert halt lange. Ich lasse mich natürlich auf Gedankenexperimente ein. Ja, aber du hast gesagt absurd. Nein, natürlich. Aber ist es ja auch. Aber das Ding ist, wenn wir sowas postulieren und sagen, hey Leute, ihr werdet alle abgeschoben, wenn ihr euch jetzt nicht die Dokumentarfilme wie Dominion anschaut, euch nicht mit eurem eigenen Moralsystem auseinandersetzt, dass wir gerade fühlende Personen ins Schlachthaus schicken, dann werden wahrscheinlich sehr viele Leute sagen, oh shit, wir haben wirklich gesellschaftlich einen Fehler gemacht. Die werden dann wahrscheinlich zu Sinnen kommen und vegan leben und denen würde ich dann eine Wohnung geben. Und dann gibt es wahrscheinlich immer noch ignorante Mitläufer, die das nicht machen wollen, die sagen, ja, es sind ja nur Tiere und die können gehen. Wir brauchen keine Messerstecher in okay. Deutschland und Nicht-Veganer stechen Tiere mit Messern. Also spätestens jetzt bin ich wirklich knapp davor, überzeugt zu sein, einfach durch die Rhetorik von Raffaela, weil sie ist beim Thema Wohnungsmarkt, was jetzt nicht für jeden so sexy ist, es relativ leicht geschafft hat aus der Hüfte, das Thema Veganismus da einzuführen, was ich völlig absurd finde und du auch, aber du bringst es halt, weil jede Absurdität ist dir eben nicht zu viel. Das ist nicht absurd. Und das finde ich toll. Und genau das musst du sagen, weil das ist konsequent. Genau natürlich ist es nie absurd, wenn man für dieses Thema so brennt oder warum auch immer das tut. Aber du willst doch Messerstechen in Deutschland auch keine Wohnung. Ich finde es großartig. Ich auch nicht. Ich finde es großartig. Und insofern habe ich jetzt auch mein Spektrum erweitert, was ich für meine Reden auch benutzen kann, wie die Wohnungskrise in Deutschland gelöst wird. Insofern beruf dich auf die militante Veganerin, Ich würde das tun und bin sehr gespannt auf die Reaktion, weil das sind genau die Foren, die vielleicht dir noch nicht offen stehen und das werde ich versuchen einzubauen. Also vielen Dank für den Hinweis. Wie willst du das genau machen? Das möchte ich jetzt hören. Naja, das muss ich noch genau überlegen. Was machen wir mit dem Wohnungsmarkt? Der Wohnungsmarkt ist definitiv in Schieflage und das hat viel mit der Politik in diesem Land zu tun. Und den Nicht-Veganern. Eine Lösung, bitte? Und den Nicht-Veganern. Ich dachte, du bringst mit der Politik in diesem Land zu tun und den vielen Menschen, die sich nicht vegan ernähren. Genau. Oh, das wäre doch super. Also sowas kann man sicherlich, ich würde mal gucken, wie ich das irgendwie noch hinleite. Ja. Ich muss die Leute auch ein bisschen abholen. Mhm. Aber das wäre sicherlich eine Strategie, die bisher noch keiner hatte. Auf jeden Fall. Und insofern, Alleinstellungsmerkmal ist immer gut, ist auch krass. Ich meine, die Frage ist, wie viele Leute verprelle ich damit? Aber die Radikalen hole ich ab. Plus, du kannst natürlich das Argument bringen, dass wir einen großen Teil der Agrarnutzfläche in Deutschland für die Tiersklaven anbauen. Das heißt, wir hätten sogar, wenn wir die nicht mehr systematisch nachzüchten durch Vergewaltigungen, dann könnten wir da sogar neue Gebäude errichten. Oder mehr Platz schaffen. Gut, da bin ich nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Wir müssten ja noch viel mehr Gemüse, Getreide, sonst was anbauen. Nein, weil das meiste Gemüse, Getreide wird ja im Moment von wem gegessen? Ja, aber das Problem ist ja, wenn wir so viele Leute rausschmeißen, die nicht vegan sind, dann haben wir, also da haben wir kein Platzproblem, ganz ehrlich. Ja, also das Thema ist geklärt, das ist eher andersrum. Aber ich wollte es nur noch zusätzlich sagen, dass wir dann sogar noch mehr Platz hätten und wir könnten die Bevölkerung höchstwahrscheinlich sogar ökonomisch ernähren, dadurch, dass wir dass wir nicht 70% der Kalorien an Tiersklaven verschwenden. Insofern habe ich jetzt, glaube ich, einen gewissen Blick dafür bekommen, wie ich auch das Thema Masseneinwanderung besser handhaben kann. Es darf nur noch der nach Deutschland einwandern, der sich wirklich definitiv vegan ernährt. Die es schon geht da nicht sind, um eine Ernährung, Thema. Es ist eine moralische Einstellung. Eine moralische, die sich ernähren aus moralischen Gründen, vegan, auch keine Ledergürtel tragen oder irgendwie sonstige Geschichten. Das ist wichtig, es hat mit Halal oder sonst was nicht zu tun, sondern es muss nur immer ein Veganer sein. Insofern freue ich mich auf viele Inder, die demnächst nach Deutschland kommen. Die sind kommen. Nicht vegan. Die sind größtenteils alle vegetarisch. Die sind moralisch überhaupt nicht vegan. Okay. Und man hat, Indien ist mit einer der größten Milch- und Fleischexporteure sogar. Dann sind es Heuchler. Es sind alles Heuchler. Nicht vegan, alles Heuchler. Was ich über Inder gesagt habe. Ja. Gibt es da irgendwo eine Region oder Kultur, die da ein bisschen näher dran ist? Dieser Teil des Raumes. Okay, ich zähle euch jetzt noch nicht als Region oder Kultur vielleicht, Subkultur, aber irgendwie sonst, wo man sagt, die haben Massen. Also nee, aber durch Politiker wie dich, die dann dafür sorgen, dass wir Veganismus verbreiten, weil du das ja jetzt moralisch verstanden hast und nach diesem Gespräch. Ich habe es nicht moralisch verstanden, Spiegel ich finde es einfach nur kann, sehr interessant, das mal als mögliche Lösung für den Wohnungsmarkt zu präsentieren. Ja. Und ansonsten freue ich mich darauf, was alles in mir angestoßen wurde. Ich sage vielen herzlichen Dank. Das war nochmal ein kurzer Abriss des Wohnungsmarktes unter besonderer Berücksichtigung von Veganismus. Mhm. Und wenn ihr wollt, laufen wir euch in den Bundestag. Gerne, vielleicht könnt ihr noch ein paar Sticker über Veganer kleben. Das schneiden wir nachher weg. Okay, er hat gestickert.
Ja, vielen Dank. Ja, nicht Veganer, schämt euch. Ja. Es ist so. Es ist so. Schämt euch, ihr seid Tierquäler. Es ist die Wahrheit. Roger Beckamp ist jetzt noch ein Tierquäler. Ich glaube, seine Praktikanten, die mich ein bisschen verdutzt angucken, auch. Der Schade, gehört dir. Der gehört jetzt dir. Bitte. Ja. Ja. Voller Körperansatz. Warenhandel von fühlenden Personen. Wäre nicht cool, gell, wenn ich einfach so über dich bestimme. Würdest nicht wollen. Er will es ja auch. Er will es ja auch. Er wollte extra mitkommen, er will es ja auch. Okay, auf jeden Fall fassen wir das zusammen. Wenn du das nicht möchtest, das, was ihr den Tieren antut, du würdest ja auch nicht gerne so behandeln werden wollen, wie du mit den Tieren umgehst. Das sind so Rollenspiele, die ich dann nicht im Bundestag mache. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Und die Tiere sind andere. Vielen Dank, schönen veganen Tag. Ja, schlimm. Schlimm. So, jetzt können wir nicht mehr Kuchen essen. Es gibt veganen Kuchen, voll leckeren. Wir können veganen Kuchen backen. Ganz ehrlich, wenn ich eines Tages vegan werden sollte, ab heute. Dann, vielleicht ab heute, dann Butter, ohne Butter geht es nicht. Hey, es gibt Margarine. Butter ist der Sinn des Lebens. Butter ist für mich. Da habe ich einen dogmatischen Abbruch jetzt. Butter ist für mich der Sinn des Lebens, da würde ich immer bei bleiben. Wie so ein Zwölfjähriger, der sagt, Knöbop ist mein Sinn des Lebens. Er hatte neulich ein Gespräch, da hat ein Mädchen gesagt, Sucuk ist mein Leben, hat sie gesagt. Wow, wenn das dein Leben ist. Ja. Ja, immerhin erkennst du an, dass es ziemlich dogmatisch ist dann. Also Butter ist mein Leben. Das zeigt jetzt mein dogmatischer Abbruch.